Du möchtest eine neue Trense, bist dir aber unsicher, welche Größe dein Pferd benötigt? Ich zeige dir, wie du das herausfinden kannst. Als allererstes mache ich zwei Bilder, einmal von vorne und einmal von der Seite. Dann schnappe ich mir auch schon mein Maßband und messe den Abstand der Ohren aus. Und zwar gehe ich da vom äußeren Ohrenansatz zum anderen äußeren Ohrenansatz. Dann geht es zum nächsten Maß und zwar von der Genickmitte bis zur Maulspalte runter. Da müsst ihr nur aufpassen, dass euer Pferd nicht das Maßband anknabbert. Jetzt folgt das Maß des Stirnriemens. Dafür musst du 1 cm hinter dem Ohr messen bis zur anderen Seite. Ebenfalls 1 cm hinter dem Ohr. Alternativ kannst du hier aber auch einfach einen Stirnriemen ausmessen, der bereits gut sitzt. Dann messe ich noch den Abstand der Jochbeinknochen zueinander aus. Dafür einfach wirklich von Jochbeinknochen zu Jochbeinknochen messen. Zu guter Letzt fehlt noch das Maß für den Nasenriemen. Hierbei müsst ihr darauf achten, dass ihr das Maßband wirklich 2 Finger unter dem Jochbein anlegt, dort wo nachher auch der Nasenriemen sitzen soll. Jetzt können die Bilder und die Maße in den Größenfinder von Bridery hochgeladen werden. Es gibt auch immer eine Auswahl an Werten, aber du kannst auch deine individuellen Werte eintragen. Nachdem alle Werte eingetragen sind, hast du noch die Möglichkeit, etwas zu deinem Pferd zu schreiben. Also wenn das Pferd irgendeine anatomische Besonderheit hat, wenn es eine spezielle Rasse ist, alles, was unserem Team hilft, die perfekte Größe für dein Pferd zu finden. Innerhalb von 24 Stunden erhältst du dann eine Antwort von unserem Team mit den empfohlenen Größen für dein Pferd.